Jedes Jahr kommen hunderte unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nach Österreich. Nicht jeder hat das Glück, eine Patin zu finden. Der minderjährige Flüchtling Hajar Hamalau hat sich trotzdem seinen Platz in Österreich erobert. Der 16-Jährige aus dem Irak ist seit einem Jahr hier. Er verschaffte sich Anerkennung als Bodybuilder. Das harte Training brachte ihm sowohl den Wiener Landes- als auch österreichischen Meistertitel. Im Ausland wird Hajar Österreich dennoch nicht vertreten können, da er weder einen Pass noch die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt. Fasziniert hat Hajar Hamalau das Training der Bodybuilder bereits in seiner Heimat. Als er nach Österreich kam, begann er im Fitnessstudio mit einem gezielten Aufbautraining für seine Muskeln. Dieses sollte ihm später beim Austria Cup, den österreichischen Bodybuilding-Meisterschaften, zugutekommen. وبوزماني ألمانيش من تنهابو ماي مانك زمان فيربوني ألمانيم كردوا دواي أوش نماوز كورسي زمان وتوانيم زيادة برا بياري كم بدم بورزشا كم كويجي كي كلا حزو أرز وغاني خوم توانيش مبجداري لبالوانتي أوستوريا كبكم. Nach nur viermonatigem intensiven Training hat Hajar Hamalau bereits den Austria Cup in der Klasse Jugend bis 65 Kilo gewonnen. Eine Bestätigung für die Fortsetzung seiner Strategie. Harte Arbeit an sich und seinem Körper. Also von dem, was ich gesehen habe, ich muss sagen, ich war damals selbst in der Jury beim Austria Cup, war ich überrascht, welchen Leistungsstandard er in diesem Alter schon gebracht hat. Er hat einen sehr harmonischen Körperbau, eine sehr gute Muskelentwicklung und kann sich auch beim Posing sehr gut präsentieren, hat offenbar also auch ein gutes Koordinationsgefühl, kann die Posen, die vorgeschrieben sind, zur Musik gut umsetzen. Und wenn er so weitermacht, glaube ich, hat er eine große Zukunft vor sich. Beeindruckt von der Zielstrebigkeit des Teenagers war auch Mustafa Mohammed, selbst Mr. Universum 1992 und Weltmeister 1998, der jetzt seit 10 Jahren in Wien ein Fitnessstudio betreibt. Wenn er die harte Diät macht, die harte Training, siehst du ihm so wie ein Bild gezeichnet auf der Bühne. Und das muss alles passen. Die linke Bizeps oder die linke Arm so wie die rechten Arm, die rechten Schulter wie die linken Schulter, die Beine rechts wie links. Es ist alles gleichmäßig. Und er hat das. Konsequentes Training lenkte ihn auch von den Problemen ab, die ein Aufenthalt in einem fremden Land ohne Familie mit sich bringt. Auch wenn die Begleitumstände nicht immer einfach sind, seine nächsten Ziele heißen Europa- und Weltmeisterschaft. Das Anliegen von Hajar Hamalau beschäftigt Axel Bauer nicht nur als Präsident des österreichischen Amateur-Bodybuilding-Verbandes, sondern auch in seinem Zivilberuf als Anwalt. So hat er einen Brief an den unabhängigen Bundesasylsenat verfasst. Bauer weist in seinem Schreiben darauf hin, dass es Österreich Vorteile bringen könnte, wenn Hajar Asyl gewährt werden würde. Wenn es eben positiv erledigt wird, hätte er theoretisch auch die Möglichkeit für Österreich zu starten bei Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften. Trotz harten Trainings bleibt Hajar dennoch Zeit für ein Gespräch mit gleichaltrigen Flüchtlingen. Einer seiner besten Freunde lebt mittlerweile in Graz, kommt aber an schulfreien Tagen regelmäßig nach Wien, um ihn zu besuchen. Sie bindet die gemeinsame Sprache und vor allem die Herkunft aus der gleichen Heimatstadt. Als minderjähriger Flüchtling ist Hajar in einem Heim untergebracht, wo er mit anderen geflüchteten Jugendlichen zusammenlebt. Neben seiner sportlichen Tätigkeit versucht Hajar, sich auch weiterzubilden. Da im Heim kein Kurs angeboten wird, lernt er mit einem Freund, der schon lange mit seiner Familie in Österreich lebt und zur Schule geht, Deutsch. Disziplin und Wille sind Hajars Stärke. Besonders weil er das machen möchte, weil er das nämlich die Muskelspielerei, die Muskelaufbau und die Interesse an einen Weltmeistertitel zu haben will. Deswegen finde ich, dass er die richtige Athlet für eine zukünftige Weltmeister in den nächsten 72 Monaten, also in den nächsten 3 Jahren. Es bleibt für Hajar Hamalau zu hoffen, dass er an den Junioren-Weltmeisterschaften in Brasilien oder den Europameisterschaften in Weißrussland teilnehmen kann und so sein großer Wunsch erfüllt wird. Das Sieber Afrika.